Tor, das war wirklich beeindruckend. 2 Minuten, K1 at the finest. Absolut. Ja, auch in dem Alter dann schon so intelligent zu boxen, am Anfang erstmal zu schauen, zu warten, zu gucken, was passiert. Hast du Worte, 18 Jahre jung. Ja, 18 Jahre jung, du hast ja recht an die 18 Jahre jung. Kommt Zeit durchzuhaken, dann geht's direkt weiter. Wir haben jetzt im 7. Kampf des heutigen Abends einen Profi-Boxkampf angesetzt auf 6 Runden im Halbschwergewicht. Das bedeutet bis 79,37 Kilogramm in der blauen Ecke. Soso Abulatze, 20 Jahre jung, aus Georgien. Zu seiner Statistik gehören 14 Kämpfe, davon 10 Siege. Einen Unentschieden, aber 7 davon durch K.O. Bedeutet aber auch, er hat eine sicherlich schwere Fäuste. Die rote Ecke von Schäfer Tesufi wird ebenfalls gerade vorgestellt. 27 Kämpfe. 22 davon gewonnen, 17 durch 17 K.O.s. 2 endeten unentschieden. Würde mich also nicht wundern, Philipp, wenn wir heute hier vielleicht auch vorzeitig ein Kampfende sehen. Beide haben die Power in den Fäusten. Durchaus denkbar. Und Schäfer ist ja hier ein ganz bekannter Mann in München und in der Umgebung. Hat ja auch schon mal einen WBC Europameistertitel gehabt, schon mal eine Chance auf einen WM-Titel, damals leider nicht ganz geschafft, hat in den WM-Titel in der WBC verloren, aber kommt jetzt auch mit einem ganz neuen Setup wieder, kämpft und boxt fürs Boxkittchen auch in München, ganz neues Konzept dort und die neue Heimat für Schäffert, also auch da für ihn sicherlich hier eine super Erfahrung und nochmal eine super Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, aber auch ein ganz erfahrener Mann und ich stimme dir vollkommen zu, Andi. Ich rechne damit, dass das hier keine 6 Runden lang dauert. Ringrichter in diesem Kampf, der erfahrene Goran Filipovic. Runde 1. Sicher für die Zuschauer noch mal ein bisschen wieder ein anderes Gefühl. Nicht so ganz leichte Boxer, schon ein bisschen höheres Gewicht im Halbschwergewicht. Und natürlich auch ein sehr, sehr hohes Niveau. Beide Kämpfer auf einem hohen Niveau. Schäffert Sufi sicherlich noch mal mit einer ganz anderen Kampferfahrung. Und er macht den Kampf auch schon, sieht man, geht mit der Führung voran. Aber es ist in Bewegung, steht nicht in der Mitte. Gute Kombination. Beide Kämpfer in der Linksauslage. Auch deine Größenvorteile aus. Mhm.
Schnelle Fäuste. Ich find's gut, Sosa probiert's. Geht auch mal rein in die Distanz. So viel lässt es auch zu. Boxt ihn nicht von außen, sondern geht auch mal mit ran. Und fängt sich auch mal die eine oder andere, aber teilt auch gleich wieder aus. Ich denke, ein kleines Risiko muss man schon geben. Sonst nur mit Deckung nach vorne laufen. Kein Boxer hat je gewonnen, nur mit Inaktivität. Er wäre auch für uns total langweilig, oder? Darum sitze ich heute Abend nicht hier. Guter Schlag zum Körper. Aha. Sehr strategisch. Sosa versucht als Konterboxer. Ja. Aber auch sehr variabel. Schon viele erdenkliche Schlagkombinationen gesehen in der ersten Runde. Also sehr facettenreich, ja. Beide Kämpfer. Ja, das ist Boxen auf gutem Niveau, sehr gutem Niveau, wirklich. Auch hier schön zu sehen, Sosa 20 Jahre alt, auch ein ganz, ganz junger Boxer, ganz am Anfang seiner Karriere. 14 Kämpfe gemacht, trotzdem schon mit 20. Und bisher in der ersten Runde doch ein würdiger Gegner, oder? Ja, also in den jungen Jahren schon so überlegen, nicht überpacen. Sich die Kräfte einteilen. Ringfight zur zweiten Runde. Ja, jetzt werden wir mal sehen, ob es in der zweiten Runde schon mit ein bisschen mehr Druck losgeht. Auch hier rechne ich damit, dass Schäfer die Sufi schon dann anfangen wird, da auch mit mehr Schlägen, mit mehr Kombinationen Gegner unter Druck zu setzen. Und dann müssen wir mal sehen, wie der junge Mann aus Georgien darauf reagiert. Ich würde jedoch die Pace nicht vielleicht zu hoch setzen oder zu versuchen zu agieren. Denn wie gesagt, so ein Konter, die haben beide gut. Ja. Gut Dampf im Kessel. Schlag zur Leber. Weiter auf die Deckung, aber die spürt der Boxer auch schon. Das merkst du. Naja, das probiert er jetzt gleich ein paar Mal. Jetzt trifft er auch. Beide Boxer gut eingestellt, Doppeldeckung schön hoch. Schäffert läuft jetzt in der zweiten Runde nicht mehr so viel, kommt mehr aus der Mitte und stabileren Stand gefunden, stellt sich jetzt auf den Gegner auch ein bisschen besser ein. Bisher so in der zweiten Runde leichte Vorteile, auch was die Treffer angeht. Ja, setzt harte Aktion. Ja. Schmeißt auch gut die linke einfach mal raus, hält ihn auf Distanz. Körpertreffer. Ja,
Ja, jetzt muss Sosa aufpassen, dass er nicht den Kampf in der zweiten Runde schon so ein bisschen moralisch schenkt. Ne? Er versucht mitzuhalten. Die Aktion von Schäffer, da war schon ziemlich erdrückend. Jetzt scheint es dann Cut zu geben, wenn ich das richtig sehe. Ich habe es nicht ganz gesehen, bei wem. Ich glaube, es ist bei Sosa. Abdulatze. Ja, da wird sie ganz schön deutlich. Oder ist es aus der Nase? Vielleicht. Ja. Sowas behindert auch einen Kämpfer, wenn dann das Blut in den Mund fließt oder wenn du einen Cut über ein Auge hast und es fließt dir ins Auge. Ja, die Schmerzen spürt er heute noch nicht, aber natürlich merkt man sieht es auf einmal, dass da Blut kommt. Und das Adrenalin betäubt noch. Ach, das betäubt ja, aber noch. Morgen möchte ich nicht das Gesicht sehen. Vielleicht sieht man sie auch nochmal in der Einstellung, welcher Schlag da genau in der Mitte durchging. Und wie du schon gesagt hast, die Deckung hängt zwar oben, aber trotzdem, die Schläge... Ja. Dritten Runde. Ja, Schäffer hat jetzt auch in der zweiten Runde deutlichere Aktionen, harte Aktionen gesetzt. Die rechte kam mal schön mit durch. Und dann ist so ein junger Boxer natürlich auch mal unter Druck, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Bleibt nach wie vor spannend. Ja. Scheint fast so, dass Schäffert hier den Gegner ein bisschen sich zurechtlegt. Ja. Fängt sich zwar hier die linke ein, aber... Einen kleinen Konter eingefangen, da muss er natürlich trotzdem aufpassen, aber er legt ihn sich jetzt schon gut zurecht. Gute Mindbewegungen auch. Ansonsten blutet doch jetzt schon stärker. Zu einer Unterbrechung mal kommen, bestimmt demnächst, vermute ich fast. Da wird vielleicht mal der Ringarzt drauf schauen müssen. Oh, Uppercut. Harte Schläge. Ja, der trifft ihn auch jetzt nur noch zum Kopf, klar. Ja, die Leber. Sag ich's und direkt zur Leber. Wir hätten 5 Euro wetten sollen. Ja. Gut ausgewichen. Also Schiff hat immer noch mit einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit. Jetzt kommt die Unterbrechung. Ist es auch mal Zeit geworden. So mal nachschaut. Ringarzt ist unterwegs. Bleibt jetzt bestimmt erstmal in der Ecke und wird es beobachten, wie es da weitergeht. Schnelle Linke. Also er ist noch nicht abgeschrieben. Nee. Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es geht viel auf die Deckung natürlich auch, was Schäffer da raushaut, aber die tun trotzdem weh. Och, Alter. Schlaghagel. Rennende Kombination hier. Aber immer noch sehr attraktiver Kampf. Ja, sehr. Klammern nicht. Boxen schön von außen. So ist zwar angeschlagen, aber zeigt hier unglaubliches Kämpferherz. Ich glaube, er kriegt jetzt schon ziemlich schlecht Luft durch die Nase. Ist mit offenem Mund. Und bei dem Blut, was rauskommt, würde mir auch noch nicht wundern, wenn dort vielleicht die Nase angebrochen ist. Ja, sicherlich. Das ist sicherlich genau so. Letzten Sekunden in der dritten Runde.
Okay, das wird sich jetzt der Ringarzt anschauen. Was ein intensiver Fight. Ringarzt übrigens Dr. Kiener hier aus Unterschleißheim, auch ein langjähriger Freund der Fight Power Academy und unterstützt hier auch regional sehr, sehr gerne die Kampfveranstaltungen, vor allem Ring of Fire. Ganz tolle Geste auch von ihm, das hier mitzumachen, und kümmert sich auch immer sehr, sehr gut um die Kämpfer, weiß genau, wann es zu Ende sein soll, hat er die Erfahrung. Und das ist wichtig, das braucht man in dem Sport unbedingt. Und es gab auch ein paar klare Worte. Also ich. So habe ich es auch gesehen. Man sieht es ja auch immer in der Einstellung hier, die Kombination von Schäfer, die Sufi, da geht es mit 5, 6, 7 Schlägen. 5, 6, 7 Schläge miteinander. Und nicht mit halber Kraft. Nee. Ja. Also der Ringarzt bleibt auf der Seite. Aber er schaut sich das genau an. Er lässt ihn wieder rein, ja. Es ist kein Cut, es ist halt eine Nasenverletzung. Klar, das blutet immer mehr, als es eigentlich schlimm ist in dem Moment. Aber beeinträchtigt natürlich den Boxer. Den muss man weiter beobachten. Und ich meine, klar, sieht der Schifffahrt auch. Weiß, dass er mit harten Schlägen durch die Mitte da jetzt immer wieder die Wunde aufreißt. Und nutzt das natürlich auch für sich, das ist logisch. Jeder nutzt das. Ja, klar. Der Ringarzt, ich will es durchaus mal erwähnen, hat die Möglichkeit, ein Veto einzulegen und den Kampf durchaus abzubrechen, wenn er meint, die Gesundheit des Kämpfers ist gefährdet. Ja, und völlig zu Recht. Den Weg immer wieder, das ist beeindruckend. Jetzt wieder harte Schläge und harte Treffer. Und unglaubliche Nehmerqualitäten. Aber der junge Georgia hält durch. Man sieht auch noch nicht, dass er müde auf den Beinen wird oder sowas, was man ja oftmals hat. Ich glaube, das Einzige, was ihn jetzt ein bisschen gehandicapt, ist wirklich die Nasenblutung. Ja, kriegt halt kaum mehr Luft. Oh, und jetzt bricht tatsächlich der Ringrichter. Goran Filipovic bricht ab. Ja. Zum Unverständnis von Soso Abdulatze. Ja. Aber ich denke, für die Gesundheit, für das, was heute passiert ist, sicherlich die richtige Entscheidung. Ja. Auch wenn der Trainer sich hier noch ein bisschen versucht zu mokieren. Aber ich bin auch sicher, dass hier auch Ringrichter und Ringarzt sich in der Pause kurz besprochen haben und gesagt haben, Mensch, wenn es so weitergeht, dann müssen wir hier was tun, dann müssen wir den Boxer schützen. Und sicherlich die richtige Entscheidung am Ende des Tages. Er war auch jetzt, vor allem in der letzten Runde, Schäfer, die Sufi deutlich unterlegen. Und da muss man dann nicht noch mit mehr Schlägen auf den Kopf Schlimmeres riskieren. Dem stimme ich zu. Klar ist natürlich auch, dass man in so einem Kampf gerne ein K.O. sehen möchte. Ist das Publikum interessant, aber am Ende ist die Gesundheit der Kämpfer das Wichtigste. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Kampfsportfans und Freunde hier, die auch eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, genau wissen, wie sie so einen Kampf einzuschätzen haben. Und das war für mich und für meine Augen wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau beider Kämpfer. Ja. Schäfer Isuki! Glückwunsch! Hahn für Schäfer auch durchaus, vor allem in der ersten Runde, in der zweiten Runde fordernder Aufbaukampf, den er da mitnehmen kann. Und auch schön, so jemanden mal hier bei uns bei Ring of Fire zu haben. Das sieht man doch auch wieder, dass solche Boxer mit so einer Erfahrung und solchen Titeln und sicherlich auch noch den Chancen in der Zukunft hier in Unterschleißheim dabei sind. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle bitte noch einen großen Applaus für den zwar unterlegenen, aber mit großem Herz kämpfenden Soso Abdulatze aus Georgien. Hat zu Recht auch der Applaus für Soso. Das ist schon richtig. Sehr gut mitgeboxt. Auch da wieder 20 Jahre.